Ja? Rick Henderson. First Edition? Er erwartet Sie. Hier entlang. Rick Henderson. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, Mr. Alexander. Warum denn so förmlich? Nennen Sie mich Jack. Rick. Setzen Sie sich doch, Rick. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich bewundere Ihre Arbeit. Wahrer Journalismus. Danke. Ich schlage vor, dass wir mit Ihren Gedanken zum Angriff auf das Weiße Haus anfangen und uns anschließend über Ihre Amtszeit als Direktor des FBI unterhalten. Und Rick? Oder wenn Sie lieber über Politik reden? Rick, es tut mir leid. Dieses Interview ist nur ein Vorwand für eine heikle Geschichte. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unter einem falschen Vorwand hergelockt habe, aber ich durfte kein Risiko eingehen. Ich verstehe nicht recht. Keine Sorge. Das ist eine Jahrhundertstory. Wissen Sie, wie oft ich das schon gehört habe? Hören Sie, bitte. Alles begann mit einem Zwischenfall in einem chilenischen Weingut, der meine Aufmerksamkeit erregte. Es war der Familienbetrieb von Fernando Delgado und seinem Sohn Manuel. Angesehene, fleißige Männer. Schauen Sie in den Ordner. Hallo 47. Waren Sie schon mal in Chile? Ihre Zielperson heißt Fernando Delgado. Er war Oberst in Pinochets Geheimdienst. Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder Frank de Banger, zurück am Mike und es geht weiter mit Let's Play Old School Games. Hitman 4 Blood Money ist am Start vom Jahr 2004 und wir müssen irgendwelche Typen, irgendwelche Drogen, Weingut, Kandidaten da aus dem Verkehr ziehen. Ja, und das ist einer davon, also beziehungsweise keine Ahnung, ob das einer davon ist, aber das sieht schon aus wie so ein reicher Schnösel, wenn er mit seinem Wasserflugzeug da angebrettert kommt und mit einem pinken Polohemd und einer Zigarre im Mund irgendwen begrüßt, sieht auch schon aus wie ein Reicher. Jawohl, und wir gucken mal, was hier so geht. Was haben wir hier für Waffen dabei? Silverballer, nett, auf jeden Fall. Und natürlich, durch den Haupteingang gehen ist nicht so schlau, deswegen gehe ich einfach außen rum. Also immer schön flankieren sozusagen, ne? So, und den müssen wir gleich als erstes mal ausschalten. Natürlich unauffällig. Und zwar mit der Gitarrenseite. Wenn ich die hier finde. Okay, aber ich hole die lieber erstmal nicht raus. Weil der guckt mich gerade so komisch an, wie so ein notgeiler pädophiler Sack. Guck ich das an. Da. Ah, guckt er, guckt. Der hat so einen komischen Schnurrbart. So nach unten. Oh Gott, wie das aussieht. Jo, was geht? Was geht? Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, aber sein Aussehen kümmert ihn gleich sowieso nicht mehr. Weil, tut mir leid, Kumpel. Aber ich muss es tun. Ich muss es tun, also. Gut. Das hätten wir. Schrotflinte, Anzug, Wachmann. Das ist doch mal was Schönes. Anzug, Wachmann. Und den Anzug. Wie das aussieht, ey. Vor allem, die haben alle so Sixpack und so. Naja, ist schon komisch. Dass die alle Sixpack haben, die Wachen. So, den schmeißen wir jetzt mal hier rüber, weil den soll ja auch keiner finden. Also, damit wir sicher gehen können, dass den keiner findet. Pass auf. Oh Mann, das ist so witzig, das Spiel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich finde das so lustig gemacht, ey. überhaupt nicht gewaltverherrlichend oder so. Einfach nur noch lustig. So, MP-Munition, Schrotpatronen. Den nehmen wir uns auch nochmal mit. Gibt nur noch so die leere Hülle. Ah, cool. Naja. Jetzt sind wir schon mal als Wachmann getarnt und können uns jetzt natürlich in das Weingut begeben, um zu hoffen, dass wir die anderen finden da. Ich guck mal kurz, wo die sind. Weinkeller, Hacienda, hier. Hacienda, erster Stock und Weinkeller.
Erstmal gehen wir in den Weinkeller, würde ich sagen. Weil der sieht schon so aus wie... Ist das der? Ey, cool, das ist der sogar. Aber es wäre jetzt ein bisschen auffällig, den hier so öffentlich hinzurichten. Oder? 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 Wäre es auffällig? Ja. Lieber nicht, hier stehen überall Wachen und... Aber wir gucken mal, was der macht hier. Wir gucken, wir chillen hier und gucken, was der so macht. Und in der Zeit gucken wir, was der andere macht. Mal schauen. Hier, der chillt da immer noch. Ich denke, der bleibt da auch erstmal. Aber der geht... wir müssen uns den Ablauf merken. Weinkeller, dann hier auf diesem Grundstück. Dann redet er mit dem Kumpel. Ich glaube, das ist immer der gleiche Ablauf. Endlich treffen wir uns. Bienvenidos, mi amigo. Papa freut sich darauf, Sie zu sehen. Ey, das ist richtig schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Gucken, ob ich... Ah, okay, jetzt geht er runter. Guck mich schon so schräg an, ey. Ich glaube, der ist rallig auf meine behaarten, prallen Eier. Ich kann mich aber auch irren. Ja, mal schauen, was der jetzt so vorhat. Ist gar nicht auffällig, wenn ich hier so stehe die ganze Zeit, ne? Nee. Nee, ich bin ja auch nur eine Wache. Soll mich doch lassen. Aber Aufmerksamkeit unten links, da ist noch im grünen Bereich alles, also... Passt schon. Und jetzt muss ich mal gucken, was sie machen. Kann ich ja so rumgucken? Ja, so ein bisschen. Hoffentlich keulen die sich nicht gegenseitig ein. Ich muss weitergehen. Sonst ist das zu auffällig. Was machen die denn da? Hey, jetzt kann ich einen Doppelabschuss hinlegen, oder? Ich mal einen Doppelabschuss hinlegen? Bäm, Alter. Get owned, Junge. Zack, Junge. Und der Cook ist gar nicht aufgefallen. Das war Pro. Das war King-Style. Okay, einen haben wir. Welcher ist der nächste? Nein, nein. Nicht ihr Wichser. Jetzt muss ich Amok laufen. Ey, ihr habt's gesehen. Ich bin jetzt gezwungen. Guck ich mal die taktische MP raus, so. So, ich camp mich jetzt in so eine Ecke. Gucke, wann die Wichser kommen. Boah, wo kommt der denn her, ey, auf einmal? Da ist auch noch eine Tür. Oh, fuck. WTF. Fick dich. Nein, jetzt bin ich tot, wa? Jetzt bin ich tot. Nein, stirb. Ich kann jetzt noch den Rächer spielen, aber das war's. Ey, ich verkack's immer wieder, Mann. Ich schneid's jetzt nochmal da. Na, ich muss neu starten. Ich muss schneiden. So, ich bin wieder da, Leute. Jetzt speichere ich am besten gleich erstmal hier. Ich habe den jetzt umgenietet. Diesmal habe ich es ein bisschen unauffälliger gemacht. Nicht mit der Schrotflinte, sondern mit dieser Klavierseite da. Habe ich einfach so irgendwie... Hat er so das Genick gebrochen oder keine Ahnung was. Irgendwie so gemacht. Auf jeden Fall ist er jetzt down. Und ich kann mich auf die Suche zum anderen machen. Mal schauen, wo der so... rumgammelt. Hacienda, erster Stock. So. Ich bin im Keller. Gut. Hacienda wahrscheinlich. Irgendwo muss hier ein Treppenhaus sein. Ist das ein Treppenhaus? Ist das ein Treppenhaus? Ja, okay. Da muss ich dann hingehen einfach. Mal gucken. So, wie kommt man da jetzt genau hin? Geradeaus. Rechts, links. Rechts, links. Boah, keine Ahnung. Also hier auf jeden Fall rechts. Dann links, hier durch. Oh, das geht ja sogar. Hätte ich nicht gedacht. So, dann... warte, zurück und nach da. Dann nach da. Irgendwie hier durch. Und dann mal schauen. Hier ist es doch schon. Hier geradeaus und dann rechts um die Ecke. Jawohl, also die Map ist schon sehr hilfreich. Hier. Zack. Oh, ich muss jetzt aufpassen, nicht dass die Bodyguards hier, boah, zu dritt sind sie da. Ne, also mit denen lege ich mich besser nicht an. Zu viert sogar, was machen die denn hier? Veranstalten die hier ein Massengangbang oder was? Och nein, bitte nicht, was ist denn los? Was habe ich denn getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan?
Okay, müssen sie halt dran glauben. Mir soll es scheißegal sein. So, dann war hier die Sekundärwaffe. Stirb, Dulli. So, Anzug VIP-Waffe. Oh nee. Verpisst, wo denn? Och fuck, ey. Neu vom Speicherpunkt. Ich drück doch Escape, du Spast. Bist du behindert? Ich drück doch Escape. Hä? So, Spielladen, habe ich gesagt. Erntezeit, ja. Aber ich brauche so einen Anzug VIP-Wache. Dann kann ich mich durchrapen. Kann ich die durchrapen, um mich selbst durchzubringen. Wir gehen mal einfach oben rum. Vielleicht ist das leichter. Vielleicht ist das ja auch unten das Gebiet, wo man mit dem Wachmann-Ausrüstung ein bisschen mehr auffällt als oben. Vielleicht kommt man ja hier einfach so durch. Kommt man hier durch? Sagt er was? Nee, der sagt nichts. Also kommt man hier wohl ganz normal durch. So. Ja, da stehen ja auch noch Wachmänner. Also werde ich hier wohl erwünscht sein. Also vielleicht nicht erwünscht, aber ist schon legal, wenn ich hier lang gehe. Fällt zwar ein bisschen auf, aber die wissen ja nicht, was ich vorhab. Und die wissen ja nicht, dass ich hier der Hitman bin am Start. So, gehen wir mal hier rein. Vielleicht können wir die wieder flankieren. Ich glaube, flankieren ist hier das richtige Rätsel. Lecker. Geil, Alter. Homer, die Bonzen. Guckt euch das an. Homer, Ananas, Kaviar, Cocktail, Cox, was weiß ich alles. So, gehen wir mal hier rein. Das ist wahrscheinlich dann die Hacienda. Und hier müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht allzu auffallen. Zack, Junge! Bam! Junge, wie die wegflashen, das ist echt crazy. Der crank shit, Alter. Der reale, cranke Motherfucker. Nein, geh weg. Geh doch weg. Oh nein, ich muss schon wieder anfangen. Oh Gott, nein, ey. Ich hasse das. Ich drück doch Escape. Hört er das? Ich drück Escape. Sind die behindert? Ja, witzig. Vielleicht schneide ich das nochmal. Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich das. Versprochen. Ich denke, für euch ist das auch nicht so geil, wenn ihr die ganze Zeit so eine Scheiße mit angucken müsst, wie ich hier verrecke und abkacke. Laden erfolgreich, was auch sonst. Ja, ich denke, obenrum war schon eine gute Idee. Und das Flankieren war, denke ich mal, auch gar nicht so schlecht. Und da war irgendwas bei Skype. Ich weiß nicht, ob man es auf Fraps auch gesehen hat. Aber das ist irgendwie so durchgesickert. Ja, witzig, er guckt auf mich. Und? Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn killen oder was? Ich weiß nicht, was sie von mir erwarten. Die Giftspritze können wir doch mal nehmen. So. Nein, nicht die Giftspritze wegwerfen. Die Giftspritze musst du nehmen. Oh, machen wir hier schon mal Klappe auf, weil ich versuche jetzt einfach mal einen zu nehmen. Nimm doch die Giftspritze. Ist der behindert? Ey, der ist so behindert. Der nimmt... Oh Gott. Der nimmt... Oh, der ist so behindert. Oh nein. Oh nee. Stirb, du Hurensohn. Tschüss, Junge. Wie viele sind denn das? Alle niedermetzeln. Nein, alle niedermetzeln. Stirb. So, den kann ich jetzt nehmen. Jetzt mal schnell, Alter. Bevor die nächsten kommen. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock. Jawohl, rein damit, rein damit. Bitte komm schnell. Ich hab noch so wenig Leben. Rein mit der Leiche. Rein damit. Los, Klappe zu. Patz, Junge. Geht lutschen, ihr Wichser. So, nehmen wir die SFSAF in die Hand, damit es auch nicht so auffällt. Oh mein Gott, mein Gott. Guckt euch die Leichen an. Oh mein Gott. So, wo ist jetzt der andere? Hacienda, erster Stock. Und ich bin eine Hacienda, also muss ich eine Treppe finden. So. Tschüss. Ey, hier, der Wachmann darf rein, oder was? Aber ich nicht. Diskriminierung. Diskriminierung. Hier ist auch nichts los. Danken wir mal das billige Schloss. So, und das machen wir wieder unauffällig. Zack, Junge. Zack.
Oh yeah. Oh yeah. So muss das. So, wieder die SAF in die Hand und dann gemütlich fliehen. Leute, gemütlich fliehen, endlich, ey. Ich reg das Spiel schon die ganze Zeit auf. Das glaubt ihr gar nicht. So, erstmal speichern jetzt. Also, das lasse ich mir jetzt nicht versauen. Wo ist denn das hier? Spiel speichern. Leerer Speicherplatz. Spiel wird gespeichert. Speichern erfolgreich. Zurück. Jawohl. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier jetzt gescheit runterkomme. Ich erstmal auf die Map. Okay, wo ist erstmal der Fluchtpunkt? Wo ist Exit? Da ist Exit. Wo ist das? Hangar. Da ist ein Fahrstuhl. Ich muss zum Fahrstuhl. Der Fahrstuhl befindet sich im Weinkeller. Da muss ich hin. Also wieder zurück in Weinkeller. Ich sprinte am besten. Nicht, dass das zu auffällig ist, wenn ich ganz normal gehe. Okay, eigentlich ist eher Sprinten auffällig, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht auch nicht. Aber Aufträge sind erfüllt. Und ich muss jetzt einfach nur noch raus aus dem Drecksloch. Guck mal, er schleppt so eine Leiche im Leichensack. Ja, ist schon witzig. Ist schon witzig, ey. Das Spiel ist richtig lustig gemacht. Muss ich hier lang? War das richtig? Hey, yo. Hey, ich kenne mich ja schon richtig aus hier. Richtig der Cranky. Okay, doch nicht. Ich muss hier lang, doch. Ey, wenn ich jetzt nochmal auffalle, dann bin ich aber sowas von down. Ich habe nur noch winziges, kleines bisschen Leben. So, zum Hangar, genau. Auf geht's zum Hangar, Bitches. So. Laden wir nochmal nach, falls uns dann noch eine Überraschung erwarten sollte. Durch Luke klettern. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Da. Kann man den ins Wasser schubsen? Nee, ich riskiere lieber nichts. Also, ich flüchte jetzt einfach nur noch und dann war's das. Mit dem zweiten Auftrag. Erntezeit ist dann vollbracht. Fliehen, Bitches! Jawohl, Alter. Bam. Weg mit uns. Auftrag erfüllt. So, Leute, ich spreche schon mal den Endsatz, wenn da kein Film mehr kommt. Oder die Endworte. Jetzt fliege ich mit dem Bonzenflugzeug weg. Ist das nicht krass? Savol, jawohl. So, jawohl. Savol. So. Weiter, sag mal, einfach mal. Ja, das passt schon alles. Unter. Sobald das voll ist, besteche ich dann die ganzen. Ja, Bekanntheitsgrad. Sobald das voll ist, besteche ich dann die ganzen Bürger und Polizisten und alle. Und dann geht das alles wieder runter. Wo das eigentlich auch scheißegal ist. Solange man die Aufträge erfüllt. Naja, also ich habe 653.000 Dollar. Das ist doch schon mal eine schönes Honorar, ne? Jawohl. So, ja, hier kann man die ganzen Zivilisten, Polizeichef, neue Identität beschaffen und so weiter. Aber das braucht man eigentlich nicht. Und außerdem braucht man das nur, wenn das hier voll ist. Und das ist sonst nur Geldverschwendung. So, alles klar. El Tiempo Erasa. Erasa. Was ist denn das? Erasa tötet 12. Wow, chillt. Beim letzten waren es irgendwie 36, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken. Haut da rein, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Oldschool Games, Let's Play Hitman 4 Blood Money oder auch Black Ops, weiß man noch nicht. Haut da rein. Ciao.